So, heute ist der 29. August 2012 in Kleve. Wir sind mal wieder in Kleve. Hier sind wir schon lange nicht mehr gewesen. Jetzt gehe ich mit der Kamera mal rum wegen der Lichtverhältnisse. Was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Ja, am 22. kam das Anruf von Frau Michelinski. Sie begleitet das Besuchstermin mit den Kindern und hat uns gesagt, wo sind wir überhaupt? Heute ist das Termin mit den Kindern. Habe ich gesagt, Entschuldigung, was? Habe ich gesagt, ich habe schwarz und weiß, auf Dokument steht der 28. Ja, sie hat also mit den Kindern, so mit den Zwillingen so mitgeteilt, wegen der Schule oder was. Habe ich gesagt, ich weiß wohl nichts. Habe ich gesagt, ich möchte ganz schneller, ganz neue Termin. Ja, ich habe jetzt momentan keine Zeit, ich muss gucken. Habe ich gesagt, ja, wann kommt jetzt, ich muss jetzt schnell wie möglich die Kinder sehen. Ja. Sie gesagt, sie können nur zum Anwalt gehen und zum Rechtsanwalt, das bringt nichts, sie hat keinen freien Termin jetzt. Ja, ja. Und da war richtig, ja, da war eiskalt zu mir. Habe ich gesagt, wie neue Termin jetzt. Ja, ich habe gesagt, also, ich wusste nichts davon. Um wie viele Tage wollten die den Termin verlegen? Jetzt, die neue Termin, sie hat jetzt gemacht, am nächsten Tag hat angerufen, am 17. Oktober jetzt. Ja. Und normal, statt dem Plan, die aus Schwarz-Weiß, was ich habe, am 28. sollte stattfinden. Am 28. Juli? Nee, diesen Monat. August. 28. August. Ja, aber diesen Termin wusste ich davon nicht. Ja. Der Vater wusste und auch. Und die haben den Termin vorverlegt, ja. Richtig? Ja. So. Da hätten die euch ja mal anschreiben können. Ich habe keinen Brief bekommen, nichts. Keinen Brief bekommen. Ich habe die Frau sagte und zu mir, sie hat mir das per Post geschickt. Ja. Habe das Einzige, was ich habe bekommen. Aber ihr habt doch Telefon. Ja. Und die Leute haben auch Telefon. Ja, sicher. Und die haben nicht angerufen. Nein, gar nichts. Ja. Obwohl das für euch so eine wichtige Sache ist, ja, und für die Kinder wichtig. Auch. Ja, sicher, das ist sehr wichtig für uns. Ja. Also da hat man natürlich den Verdacht auch, dass hier womöglich die Kinder frustriert werden sollen. Guckt mal an, die Eltern von euch interessieren sich nicht für euch, die kommen gar nicht. Die sind also mit den Kindern dahin gefahren zu diesem Treffen, obwohl die von euch gar keine Bestätigung hatten, ob ihr an diesem Tag überhaupt könnt. Ja, das stimmt. Deswegen habe ich den Verdacht, die wollten die Kinder frustrieren und haben denen womöglich irgendetwas erzählt. Eure Eltern kümmern sich nicht, weil... Ja, das haben wir ja auch bezeugen können, eigentlich die Stimmung zwischen den Kindern und euch besonders herzlich ist. Ja. Wir wissen, dass die Jugendämter sowas nicht gerne sehen. Wenn die Kinder von den Eltern trennen wollen, darf die Stimmung nicht gut sein. Also der Verdacht besteht, ja. Mit den Kindern extra dahin zu fahren, ohne überhaupt zu wissen, ob die Eltern an dem Tag überhaupt können. Aber warum so das spät? Das ist doch hirnrissig. Das macht man doch nur mit Absicht. Sowas. Warum sie hätte so spät angerufen? Das verstehe ich nicht. Ich glaube, sie hat überhaupt nicht angerufen. Oder sie hat euch nicht angeschrieben. Sie hat, ich habe das einzige Brief bekommen. Das einzige Zeugnis von der Schule. Wo ist das Termin? Die Zwillinge wussten wahrscheinlich, aber ich okay, habe okay, gar kein Wort, dass da irgendwas verlegt werden soll. Ne? Nur die, dass die also die Arbeiterwohlfahrt, was organisieren die? Wofür sind die zuständig, die AWO? Ja, die sind die Mitarbeiter von Jugendamt. Die arbeiten zusammen mit dem Jugendamt. Und die normalerweise würden die euch auch eine Terminveränderung mitteilen? Ja. Das haben sie hier gar nicht gemacht? Nein. Die Frau sagte, sie hat uns geschickt. Haben sie gesagt, stimmt nicht. Ja, ich habe geschickt trotzdem. Das ist vom 2. August. Ja. Ja. Das ist das Einzige, was ihr bekommen ja. habt. Und die Leute hatten es nicht nötig, anzurufen. Normal haben wir immer einen Tag vorher, wir haben telefoniert, was machen wir morgen, wo treffen wir uns. Wir haben immer noch telefoniert, einen Tag vorher. Dieses Aha. Mal nicht. Das ist ja unglaublich. Dieses Mal also nicht. Normalerweise, wenn die regulären Termine ja. stattfinden, dann gibt es ein Telefonat ja, vorher. Ja, wir telefonieren. Da sprecht ihr alles durch. Ja, und jetzt wurde angeblich der Termin verlegt, aber es kam kein Telefonat. Kam kein Telefonat, nichts. Ja, okay, das sieht ja sehr eindeutig aus. Und die hat am Telefon gesagt, das ist die Frau vom Jugendamt, die hat gesagt, ihr könnt zum Anwalt gehen, ihr könnt ja. sonst was machen, es ist alles umsonst. Ja, alles umsonst. Ja.
Okay. Also wirklich, wir haben das nicht unternommen. Also es sieht so aus, als ob hier jetzt auch die endgültige Trennung eingeleitet werden soll, zumal die Leute jetzt wohl auch mitbekommen haben, dass ihr etwas tut. Ihr wart bei den Konsulaten, ihr habt jetzt eine gute Rechtsanwältin, ja. Und da scheint was im Busch zu sein. Aber verstehe ich nicht, eine Seite Zeit, wir haben die zu dem Termin kommen und auch die Zwillinge kommen auch Probleme. Der erste Termin sollte, dieser erste Termin mit den Zwillingen wurde schon verschoben, früher, wegen auch die Kinder. Und jetzt schon wieder ist neu. Termin ist schon wieder ein Problem. Damals wurde auch Termin geändert. Von 2., ich glaube, Juli auf 23. oder am 27. Juni war. Ich glaube. Also der Termin ist vorverlegt worden. Ja, damals, ja. Ich habe das mitbekommen, aber dieses Mal. Ich wusste davon nichts. Aber was hat das mit den Zwillingen zu tun? Ja, also nur um das nochmal zu sagen, die Zwillinge, das sind also die Geschwister, Halbgeschwister von euren Kindern, ja. Die jetzt in der Pflegefamilie ja. leben. Ja. Und da sieht man schwarz auf weiß, das würde das Termin von 3.7. auf 27.6. wurde geändert. Ja, mal gucken, ob ich das hier sichtbar machen kann. Ja, also das ist eine reguläre Mitteilung. Ja. Und die ist jetzt bei dem letzten Mal nicht gekommen. Nein. Mhm. Okay. Das werden wir auf jeden Fall weiterverfolgen. Ja. Mitteilung an die Rechtsanwältin erfolgt. Oder wo ist schon mitgeteilt worden? Ist bereits erfolgt. Ja, und die neue Termin stattfindet jetzt am 17. Oktober. Ja. So wurde uns mitgeteilt am nächsten Tag am Telefon. Ja, jetzt muss man natürlich befürchten, dass dieser Termin auch wieder kurzfristig verschoben wird. Das Ganze sieht mir ein bisschen nach Strategie aus. Warten wir es mal ab. Ne? Wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Ja. Und dann hören wir auch mal, was die Anwältin dazu sagt. Ja. Okay, dann also erstmal viel Glück. Hoffen wir, dass es gut geht. Ich hoffe auch. Ja, das ist wichtig. Mach du kurz eine Einleitung, ja. Ne, um das noch klar zu machen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, es gibt also Zwillinge, die sozusagen Halbgeschwister sind. Ja, und die die sollen jetzt eigentlich an diesem begleiteten Umgang mit teilnehmen, mit ihren Geschwistern. Die Kinder haben den Willen geäußert, dass sie das jüngere Geschwister sehen wollen und einfach was mit denen machen wollen. Mhm. Und deswegen sollten sie auch informiert werden über das Treffen. Mhm. Was hat die Frau vom Jungen oder vom Avo behauptet bei diesem Telefonat? Sie hatte mit den Zwillinge mitgeteilt über diesen neuen Termin. Aber warum sie hat mit Kindern über diesen neuen Termin, sie hat bei den Kindern die Termine mitgeteilt, aber warum nichts bei uns? Und die Kinder haben uns gefragt, wann ist der nächste Termin? Das heißt, sie hat den 17-jährigen Minderjährigen mitgeteilt, angeblich, wann der Termin stattfindet. Und den Eltern der Kinder hat sie nicht mitgeteilt. Nein. Ja. Und wir sollten das schriftlich immer haben. Aber ich habe nicht schriftlich bekommen. Ja, ja, das muss alles schriftlich gehen, damit das nachprüfbar ist. Und die Frau behauptet, sie hatte mir das zugeschickt. Habe ich gesagt, das stimmt nicht. Ja. Noch niemals per Anschreiben, gar nicht habe ich bekommen. Ja, das sollte sie dann eigentlich auch per Einschreiben machen. Sie hat gesagt, sie braucht das nicht, weil sie ist immer den Post zu mir gekommen. Sie hat gesagt, sie braucht das, keine Briefe per Anschreiben zu mir schicken. Ja, nur jetzt, sie kann nicht beweisen, dass es so ist, wie sie behauptet. Das ist der Nachteil dabei. Ja. Diese Leute kümmert das ja nicht. Wir haben den Beweis, dass es im Schreiben kein Wort steht über die Veränderung. Ja? Das Schreiben ist angekommen, aber sie sind nur zeuglich angekommen. Die sind hier angekündigt und es ist kein Wort darüber, dass es da noch eine andere Information gibt. Außer dem Zeugnissen. Also es wird behauptet, dass diese Information in dem Schreiben mit den Zeugnissen drin war und da war es aber nicht drin. Nein. Ja, gut. Das ist ja fantastisch. Es wird also den 17-jährigen Kindern gesagt, der Termin wird verschoben.
ohne denen genau zu sagen, auf welchen Tag, nur dass er verschoben wird. Ja. Und den Eltern wird nichts gesagt. Ja. Ja? Und nachträglich wird behauptet, man hat den minderjährigen Kindern den Termin mitgeteilt. Ja, ja. Und dann wird gesagt, also ihr könnt jetzt die Rechtsanwältin einnehmen, es bringt alles oder nichts. Oder Jugendamt anschalten, bringt nichts. Ja, also das erleben wir ja immer wieder, ne, dass Ausländer, besonders Ausländer, von den Jugendämtern wie Dreck behandelt werden. Das ist immer das Gleiche. Das Dreiste. Ja. Ich fühle mich wie ein Dreck. Ich behandle mich wirklich wie ein Dreck. Das tun sie. Das tun sie und das machen sie auch ganz gezielt. Und ich habe gehört, sie wissen auch, dass sie das tun. Als sie dann gerufen, ich habe das gehört, hinter dem Telefonat, die Stimme von meinem Sohn. Ich habe hab gefragt, ich wollte da kommen, aber war schon zu spät. War wirklich schon zu spät. Ja, vor allem. Sie hatte nur anderthalb Stunden Genusszeit. Es war Urlaubszeit. Ja. Sie müssen doch nicht in der Wohnung sitzen. Ja. Moment, an dem Termin oder weil du sagtest, wo der Anruf kam, war die Urlaubszeit. Ja, das ist die Urlaubszeit, das ist die Sommerzeit. Das also ist die haben dann angerufen und gesagt, hier, wo seid ihr? Der Termin findet gerade statt. Ja, aber war schon 15.45 Uhr und um 15 Uhr findet dann statt das Termin. Dann haben sie also nochmal 45 Minuten gewartet, bevor sie euch anrufen. Obwohl das so eine unklare Sache war, ja? Warum so spät? Ja. Das kann ich dir sagen, warum so spät. Ja. Weil sie wollten, dass es nicht funktioniert. Ja? Und dann Schuld geben uns jetzt. Natürlich, natürlich. Aber natürlich. Ich bin mich keine Schuld bewusst. Ihr habt auch keine Schuld. Ich habe nicht schwarz oder weiß. Die Kinder sollten hier bei euch sein und mit euch zusammen leben. Ja, aber warum sie teilen mit uns nur die solche Sachen? Ich muss das schwarz oder weiß haben, oder? Ja. Solche Terminänderung. Ja, natürlich. Ich habe nichts. Das ist die einzige Sache. Und auf jeden Fall sollten Sie sich vor dem Termin vergewissern, dass ihr Bescheid wisst. Oder wenn ein Kontrollanruf, kommt ihr überhaupt, könnt ihr überhaupt an diesem Termin? Und dann hat man klare Verhältnisse. Ja. Aber Sie wollen ja keine klaren Verhältnisse. Wir kennen das schon. Vor allem, sie wollen zeigen, sie wollen die Eltern bewusst demütigen. Ja? Sie sagen was und die Eltern haben sich daran zu halten. Ja? Und diese Arroganz ist grenzt schon an das Kriminelle, muss man ehrlich sagen. Ja, auf jeden Fall.